Peter, ist es wirklich so schön, wie es ausschaut? Es ist unglaublich, es ist unbeschreibbar. Wir sind da über einem Wildbach im Moment und der Herr Bürgermeister Dr. Andreas Köll wird uns gleich einen ersten Überblick geben, wie man hierher kommt und was hier rundum alles existiert und was der Jugend geboten wird in Matrei. Wir befinden uns hier in der größten Nationalparkgemeinde Österreichs, die umgeben ist von ca. 60 Dreitausendern, eingebettet zwischen Großglockner und Großvenediger. Matrei in Osttirol ist mit 150 Quadratkilometer Schutzgebiet eben diese größte österreichische Nationalparkgemeinde. Und wir würden uns sehr freuen, wenn also möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher diesen Nationalpark auch besuchen würden. Wir machen mit der Jugend gerade einen kleinen Rundgang, die mit ihren Inline-Skatern und Skateboards und Radeln ja hier durchaus willkommen sind. Natürlich gibt es bei uns hier auch sehr viele sportliche Möglichkeiten. Wir möchten sehr familienfreundlich uns präsentieren. Diese Sportmöglichkeiten, die also nicht nur unseren Gästen, sondern auch der einheimischen Jugend zur Verfügung stehen, sind hier im reichen Maße vorhanden, wie wir jetzt gerade sehen können. Von Inline-Skating über diese Halfpipe oder Halbröhre, wie man auf Deutsch sagt, gibt es bei uns zahlreiche Sportmöglichkeiten und diese möchten wir gerne unseren Gästen auch anbieten. Unsere Kameraleute waren heute oben. Man kann hier bei guter Sicht sage und schreibe 63 Dreitausender Gipfel sehen. Das haben wir aufgenommen und das wollen wir Ihnen in dieser Sendung noch zeigen. Und hierher führt ja auch ein 5,3 Kilometer langes Loch, der Felbertauern-Tunnel. Was wir suchen, ist das älteste Felbertauern-Ticket. Und wir erwarten Sie in Matrei am Fuße des zweithöchsten Berges von Österreich, am Fuße des Großvenedigers. Kommen Sie her mit Ihrem Felbertauern-Ticket. Vielleicht gewinnen Sie. So, jetzt schauen wir nach Matrei in Osttirol. Willkommen Österreich Ferientour. Peter Rapp meldet sich von dort. Das Wetter und alles stimmt immer noch und unser erstes Thema wird die Felbertauernstraße sein. Der Ötzi, die Römer, die Kelten, sie alle haben sich auf mühsamen Pfaden, Hammerzüge, die besonders mühevoll über diesen Berg kamen und legendär sind. Und irgendwann einmal dann wurde die Straße gebaut und da weiß der Magister Glocker Bescheid und wird uns was drüber erzählen. Und der Tunnel. Im Jahr 1967 wurde die Felbertauernstraße eröffnet und ein jahrhundertealter Traum ging in Erfüllung. Man konnte bequem und unfallfrei den Tauern überwinden. Dadurch ist auch die wirtschaftliche Entwicklung hier im Bezirk und besonders in der Region Hohe Tauern Süd, wo wir uns heute befinden, in Matrei, erst richtig möglich geworden. Und viele tausende Urlauber nützen die Gelegenheit, um über die Felbertauernstraße direkt ins Herz der Alpen zu kommen, hier nach Osttirol und nach Matrei. Für euch ist damit ja auch Mittersil zur Nachbargemeinde geworden und lange Zeit sind die hergekommen Wüdern und ihr habt euch die Madeln geholt oder umgekehrt? Das ist richtig. Es sind viele Matreier, die mit Mittersillerinnen verheiratet sind und der Kontakt zwischen Matreier und Mittersil ist heute noch sehr gut und funktioniert tadellos. Na bitteschön, was ein Tunnel alles ausmacht. Aber jetzt reden wir über eine ganz wichtige Klamm hier und da weiß, vorher muss ich noch was sagen, immer wenn wir daherkommen, schauen wir uns die Risse in der Kirche an, weil die Straßen oben drüber führt und die scheinen nie irreparabel zu sein, nicht? Die Risse sind immer schon noch in der Kirche, das ist anscheinend einmal von einem Erdbeben passiert, 1600 weiß ich was, und da ist der untere Teil ein bisschen abgesessen und darüber sind die Risse entstanden. Ja, aber Tobias, darüber wollten wir gar nicht reden, ja, sondern über die Prosek-Klamm. Da ist einmal ein Eremit verschwunden. Ja, da ist ein Eremit drin gewesen in der Prosek-Klamm, und zwar der Josef Berger hat er geheißen, der ist 1802 geboren. Und das ist aber ein komischer Mensch gewesen, der hat sich ein bisschen abgesetzt von der ganzen Umwelt, hat er sich abgesetzt. Seine Eltern waren zwar die Wirtler zum Tauernhaus und er war kurz Lehrer in Seinitzen drin, in der Bergschule im Seinitzen drin. Und dann hat er sich abgesetzt und hat sich da drin so eine Höhle ausgebaut. Der Bauer, der Lublaser Bauer, hat ihm den ganzen Berghang geschenkt. Da kann er ein bisschen Heu machen, das Heu hat er dann verkauft an die anderen Bauern und da hat er sich Stufen abgeschlagen zum Tauernbach hinunter, also steile Felswand hinunter. Ja. Und auf einmal ist der Mensch nirgends mehr aufgetaucht, heraus im Ort und dann hat man gesagt, da unten bei St. Johann liegt eine Leiche auf einer Sandbank im Bach drin, in der Esel drin. Dankeschön, die Geschichte wird langsam zu lang, Hauptsache wir haben ihn gefunden, Tobias, denn wir wollen noch über die 63 Dreitausender Gipfel reden. Der Peter Schneeberger kennt sie aus da oben.
Ja, heute waren wir oben auf dem Europa-Panoramaweg. Und da haben wir bei dem schönen Wetter nicht bloß 60, sondern 63 3000er gezählt. Das ist ein wunderschöner Aussichtsberg da oben. Und ein Weg, der nicht mehr wie 8% Steigung beinhaltet. Und Leute von Kleinkind bis zu 90 Jahren können ohne weiteres gehen da. Ich glaube, wir zwar können so viel reden über Matrei und da oben, wie wir wollen. Man muss herkommen, man muss sich das ansehen. Ja, du sagst es. So muss es sein. Also, die Leute sind eingeladen, herzukommen. Wir haben Stammgäste, die schon 100-mal im Matrei gewesen sind. Toll. Nützen Sie doch die Gelegenheit. Kommen Sie entweder von Mittersil herüber, über den Felbertauern, durch den Felbertauern-Tunnel oder da herauf, Spital, durchs herrliche Trautal, dann bis Lienz und von Lienz ist es dann wirklich nicht mehr weit. Wir suchen immer noch das älteste Felbertauern-Ticket. Wenn Sie mit dem herkommen, können Sie immer noch schöne Preise gewinnen. Bis bald aus Matrei. Dankeschön, lieber Peter. Willkommen Österreich Ferientour Matrei in Osttirol.